Jetzt bin ich gespannt, was seine Taktik jetzt ist. Oh! Oh! Ruf den Krankenwagen, der Junge! Yo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Wir machen heute mit der Monster Hydro Challenge weiter, wo ich beim letzten Mal den ersten Platz, Lukas den zweiten Platz und dritter Platz? Ich glaube, der ist heute nicht da. Dritter Platz war Konzi. Und zwar geht es darum, der Verlierer der gesamten Challenge-Reihe bringt euch seinen Lieblingsschuh zu Hause persönlich vorbei. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Nein, drei Challenges. Warte, wir fangen noch nicht an. Letztes Mal gab es noch was zu gewinnen. Genau, und zwar blenden wir hier den Gewinner der letzten Challenge ein. Und heute könnt ihr auch was gewinnen. Wir machen wieder ein cooles Fußballpaket. Einfach unten unter das Video kommentieren und dann suchen wir am Ende einen aus. Was müssen die Leute kommentieren? Was sie wollen. Okay, let's go. Auf geht's. Viel Spaß. Let's go. No Bounce Challenge. Jeder hat drei Versuche von jeder Position. Und wenn man es im ersten schafft, kriegt man 3 Punkte. Für den zweiten Versuch 2, dann 1. Und wenn man es nach 3 Versuchen nicht hat, 0. 0 Punkte. Wir fangen am 16er an, gehen dann auf ungefähr 30 und dann die Mittellinie. Das ist schwer. Wird auf jeden Fall schwer und spannend. Ich bin gespannt. Schnick, schnack, schnuck. Ja! Okay, Lukas, locker. Können wir? Ja, jetzt ist schon so ein kleiner Herausforderung. Was? Oh! Er muss jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich habe mein Hydro nicht getrunken. So. Da wäre es nicht. Okay. Einfach identisch zu Lukas. Konzi, jetzt kannst du alles klar machen. Ja, aber muss ja auch eigentlich. Daran liegt es. Beide waren halt da. Ne? Komm, Konzi. Was soll ich da noch sagen? Die Erde ist so schon weg. Sehr gut. Also egal. Okay. Aber ist jetzt noch alles drin? Also das heißt, wir haben jetzt Punktestand. War der drin? War vor? War drin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sicher, dass du nicht den von Felix angeguckt hast? Der war zu kurz. Ne? Der war safe zu kurz. Konzi schießt viel zu fest und drüber. Wow, der ist gut! Warte! Ah. Geht ans ganze Lukas. Und der sieht gut aus. Oh, jetzt haben wir einen Linienrichter. Ich glaube, ich komme einfach nur genau vor das Tor. Letzter Schuss für die Galerie. Was war? Brust. Echt? Ja. Der ist echt gut! Schon wieder die Latte. Du hast aber auch Pech. Ich hab mir die Latte. Männer, nächste Challenge. Ja Leute, zweite Challenge ist eine Striker-Challenge. Ich bekomme 6 Bälle von Konzi und Lukas zugespielt und habe hier in diesem D vom 16er 2 Kontakte, um zu kontrollieren und abzuschließen. Bin gespannt. Auf geht's! So, auf jeden Fall, ich find's geil. Okay, Felix. Boah, ekliger Ball. Ja, komm. Jetzt muss er drin sein. Dann bist du drin. Jawohl. Nächster. Okay. Oh! Jetzt die hohen, 1 Tor bis jetzt nur. Komm. Wow! Ein Tor! Alles klar. Also,
Olli, den habe ich schon fast in den Hinten. Schade. So, kommen Sie, ein Tor gilt es zu schlagen. Ich glaube, das packst du. Okay. Ja, Konzi. Oh, Junge! Drin, drin, drin! Ja, nicht da! Komm, die beiden holen noch! Beide hoch! Ah, ist doch, ist doch! Komm, letzter, letzter! Konzi, letzter! Du musst einen treffen, dann hast du Felix! Oh! Dann hast du Felix! Oh! Haut ja da mit links einen in den Winkel! Die linken Klappen besser als die rechten. Hast du ready? Ja. Okay. Stray Dogs in a brand new race. Wow! Nein, Mann! Seid ihr bereit? Und ich bin Abwehrspieler. Ja, du kannst ein bisschen Druck geben. Okay. Und Konzi, Konzi! Mach es klar! Hallo, was ist hey, denn? Was ist das? Was ist das? Das ist doch nicht ernst! Mach es klar! Hallo, was ist hey, was ist das? Das ist doch nicht ernst! Ich kann doch nicht stoppen und dann so machen. Junge, ich dachte, ich spiele so ein paar schöne Bälle. Er haut den ersten direkt im Winkel. Aber man muss sagen, es war schon eklig, wie viel Zeit er sich genommen hat. Aber er kann. Leute, dritte Challenge. Kurzer Zwischenstand. Lukas führt, dann komme ich. 3, 2, 1. Also wir sind schon richtig aufgestellt. Wir haben einen Special-Ball. Und zwar ist das ein Curve-Ball. Der soll irgendwie spektakulär fliegen. Wir probieren das gleich aus. Felix hat die Challenge eben verloren. Das heißt, er darf die Reihenfolge bestimmen. Ja. Konzi fängt an, dann komm ich und dann kommst du, Lukas. Alright, let's go. Gewonnen hat derjenige, der als erstes 3 Tore erzielt. Und danach ist vorbei und es wird geguckt, wer hat die zweitmeisten. Ich weiß auch nicht, wie man den ersten Schuss macht, ob man den direkt so voll andreht oder ob man Knuckleball. Ich würde einfach mal so schießen, wie man mit einem normalen Ausschießen kann. Nein, dann ist der Ball, glaube ich, flach daneben oder überm Zaun. Ich würde einfach so schießen, wie man normal schießt. Entpuppt sich, als der Ball geht 50 Meter rüber. Ja, du darfst ihn auch reinmachen. Okay? Boah, was ist denn da los? Aber der war jetzt auch nicht so power. Aber ich analysiere jetzt schon mal die beiden Schüsse und ich weiß genau, wie der jetzt kommt. Unabhängig vom. Also wie? Wow! Der war stark. Torwart winkt. Latte aber. Jetzt bin ich gespannt, was seine Taktik jetzt ist. Ja. Oh! Oh! Alles gut. Seinen kompletten Einsatz. Fuck, man, so hart habe ich mir den Kopf so lange. Ruf den Krankenwagen, der Junge! Ist sogar drin. Ja! Da ist das Ding! Oh! Stark gehalten. Alter, was ein Beast-Reflex. Was war das denn? Das ist unmöglich, den zu halten. Du springst erst in die Ecke und dann geht der komplett nach da. Ui. Felix schießt nur auf den Mann. Ja, da kommt nichts bei rum. Zu hart. Yes! Klar. Kannst du diesen Keeper überwinden? Ja. Ja, aber ein zweites Mal fällt man nicht drauf rein. Nee. Ich sag's doch! Jan sagt gerade noch. Nochmal, nicht nochmal. Zweites Mal? Nee. Jan, Junge! Aber was ist das auch für ein Ball, ey? Ja. Okay, Jan. Der war doch drin. Yes! Mach der den einfach rein. Keeper wieder an Feier. Ich glaube, Felix hat auch den Bogen wieder raus. Boah, nee, yes, ey. So ungefähr 2 Dinge hast du gemacht. Wunder, dass ja, ich nicht reinhält. 2 Tore. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Wuhu!
20, wir müssen uns stechen. Echt? Ja. Wir haben beide nur 2 Tore und Lukas konnte die Challenge für sich entscheiden. Und jetzt müssen wir abwechselnd an den Ball treten. Okay. Okay? Soll ich anfangen, fängst du an? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Warte, warte. Ja. Ah! Du fängst an. Was? Okay. Meine Damen und Herren, willkommen zum Elfmeterschießen. Konstantin Herd, breit gebaut, braun gebrannt, 20 Kilo Hantelbank, so kennt man ihn. Der erste Schuss gebührt dir. I'm a true champion. Oh! 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 Die Challenge ist vorbei! Hat er nicht gemacht! Ciao, Konzi! Junge, 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 Junge! Das war's jetzt! Was ein Brett! Gibt es einen Kassel-Elfmeter? Oh. Ja, Konzi, es geht um Tore. Junge, wie kann man so... Es geht um Tore, jetzt geh da hin! ...erbärmlich schießen, wenn Konzi den so in den Winkel haut. Verstehe ich nicht. Lukas rastet einfach bei jedem Schuss von Konzi aus. Junge, er schießt doch wie so ein Gott! Jetzt will ich wirklich den Ball im Winkel sehen oder irgendwas Verrücktes. Kein Tor. Ja, einfach ein Loch, ein Loch ins Netz geschossen. Und come on, come on, Konzi. Come on, Konzi. Con, 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 Konstantin Herd. Oh mein Gott, was macht er da? Es war zu viel Show vorm Schuss. Schießt da vorbei. Ja, ich wollte in den Winkel. Ihr setzt mich ja so unter Druck. Oh! Wie hält ihr den? Ei, ei, Konzi. Hast du Gänsehaut? Sehe ich das richtig? Ja, wo? Ja. So gut gehalten. Wenn ich jetzt treffe, ist vorbei. Dann macht John Terry. Ich guck dich einfach die ganze Zeit an. Okay. Darf ich auch Konzi angucken? Nee, guck lieber mich an. So, das war die Haido-Challenge Nummer 2. Wir haben einen Gewinner. Ja, Gunners, ja. Zwischenstand, Lukas. Nein, wir haben den aktuellen Gesamtzwischenstand. Die letzte Challenge mit einberechnet, die ist in der Videobeschreibung. Ich habe 3 Punkte, Felix hat 3 Punkte. Und sie hat 0 Punkte. Zero. Aber in der nächsten und letzten Challenge machen wir es so, dass der Gewinner 3 Punkte kriegt. Das heißt, Konzi hat nochmal eine realistische Chance. Seid ihr gnädig, Jungs. Ja, wir sind gnädig. Komm, die letzte Challenge wird alles entscheiden, denn der Verlierer muss euch seinen Lieblingsschuh vorbeibringen. Und bis jetzt sieht es wirklich stark nach Konzi aus. Aber wenn er die letzte gewinnt, wird es nochmal spannend. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Danke an Monster Hydro für die Challenges und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Zero.